Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Mesa. Und ich habe ja so ein bisschen ein Problem mit dem Spucker da hinten. Also. Hi. Das war natürlich sehr unangenehm für mich jetzt hier, die Aktion mit dem. Aber nun gut. Ist halt so, kann ich leider nicht viel anderes mehr machen. Hier wäre ich ja sowieso nicht rübergekommen, das heißt, es ist alles mehr oder weniger egal. Okay, gut, den hier kriege ich nicht auf. Boy. Fucking Headcrab, ey. Okay, ich glaube, ich brauche wohl ein Valve. Hahaha. Nope, ich denke nicht, dass ich da so hochkomme gerade. Ah. Aber hier denke ich, komme ich hoch. So. Da habe ich der Crab dann noch eine verpasst. Komm. So. Dann einmal hier rumgehen. Wieso bin ich jetzt hier so? Hier drin war ich ja schon eigentlich. Da bin ich jetzt gerade etwas verwirrt, wo ich dann jetzt hin soll. Okay. Damit habe ich mich schon mal geheilt. Was ist jetzt, wenn ich nochmal hier mit... Okay, redet jetzt nicht mit mir. Shit. Das ist das, was gerade kaputt gegangen ist. Aber ich sehe hier auch kein Ventil. Das ist das Problem. Nope, da ist kein Ventil. Also ich hätte gedacht, dass das wenn dann... Wo zur Hölle muss ich dann hier weiter, weil... Hier ist ja offenbar nicht sonderlich viel weiterkommen. Die hier sind ja alle tot. Da ist halt ein Ventil, welches ich denke, ich brauche. Gut, dann erstmal hier rein. Da komme ich nicht weiter. Gut, dann muss ich halt den hier gehen. Damit komme ich dann hier wieder raus.
Warte mal, ist hier vielleicht irgendwo das Ventil? Achso, da liegt einfach nur eine Leiche drin. Okay. Habt ihr hier irgendwie ein Ventil? Nein. Den kann ich auch nicht aufmachen. Oh. Kann ich vielleicht... Wieso? Wo zur Hölle ist hier das Ventil? Oh, da habe ich es doch. Okay, da habe ich das Ventil gefunden. Damit habe ich dann... Oh, okay, ich denke, ich sollte ein bisschen zurückdrehen. Knapp, ein Ticken muss noch. Okay, das sollte eigentlich reichen, so wie das aussieht. Gut. Aber das heißt ja, dass ich dann jetzt einfach nur noch den Weg da rumgehen muss. Wenn ich mich nicht irre. Der hier bricht zusammen, dann muss ich hier rum. Und dann sollte ich bei dem anderen eigentlich gerade quasi drüber durchkommen. Ja. Jo. Fucking Facehugger, ey. Boy. Das war wieder sehr unangenehm eben. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht die Shotgun rausnehmen lassen soll, aber hm. Ich sehe dich da oben. Gut. Ich habe nämlich keine Lust von dir, da irgendwie hochgeschleift zu werden, daher. Oh ne. Scheiß Viecher. Ich bin nicht so der Freund von den abgeschlabbert zu werden. Okay. 13 Schild, 68 Lebenspunkte. Das ist nicht so viel. Hey. Freeman! Good.
scare. Don't count on the cavalry finding us down here, Doc. We gotta head for the surface. But with all the elevators out of order, we can still climb. Okay. Hier kam ich doch mal her. Interessant. Gut. Das heißt doch eigentlich, dass ich hier weiter rum muss. Looks like the cockroaches have competition. One down and hell if I know how many left. So. I think I just got a promotion. Okay, das hat irgendwie eben kurz komisch. Hier leckt etwas. Ach du. Okay, Wenigstens kriege ich hier Munition offenbar. Are you seriously suggesting that all of these beings are going to die on us? Yep. So viel dazu hier. Zu dieser Ecke meine ich zumindest. There's no way I can make that jump across that shaft. I failed physical education. Failed physical education. I can't hold on much longer. Help! Okay, wie? Nicht gut. Nicht gut. Komm. Hallo? Kann da mal neu laden? Gut, ich wollte gerade sagen. Oh, scheiße. Das hat nicht so optimal funktioniert, aber hey, egal. Ist so wie es ist. Irgendwie machen mich die Viecher immer noch fertig. Und hi. Hi. Oh. Aber auch schön, dass ich das da jetzt sehe gerade. Okay, was hat mir jetzt das hier gebracht, dass ich das gemacht habe?
habe ich dadurch jetzt quasi eine Gut, ich denke, ich sollte hier jetzt rein, oder? Scheint so zu sein. Auf jeden Fall sagt er Ladedaten, also das scheint so irgendwie gerade richtig zu sein. Wie gesagt, irgendwie. Okay, Feind in Sicht. Hat er gerade eine Granate geworfen? Ne, ich glaube, er hat einfach irgendwas umgeworfen. Mhm. Gut, dann regeneriere ich mal erstmal ein bisschen Lebenspunkte und Schild. Okay, Charger empty. Mhm. Geil. Okay, dann mache ich mal auf. Hi. All personnel, evacuate. Hi, security, materials, storage, facility. Ja, die Frage ist nur. Komme ich hier überhaupt jetzt weiter? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich hänge jetzt fest oder irre ich mich jetzt? Das ist irgendwie ziemlich ätzend, weil. In die Security komme ich hier ja nicht rein. Oh. Habe ich denn das geschafft? Keine Ahnung, ist mir aber auch egal. Ach so. Oh. Da hätte ich klüger sein können, aber egal. Wie mache ich das denn hier am besten? Ungünstig. Aber bleibt mir wohl keine andere Wahl als. Alter. Wie? Wo habe ich die Granate? Ah, okay. Oh, scheiße. Ja, das lief nicht so gut. Das lief wirklich nicht so gut, würde ich behaupten. Wenigstens habe ich hier noch mal ein bisschen Schild wieder, aber. Aber insgesamt ging das eigentlich ziemlich hart in die Hose, ja. Komm, weg mit euch. Alter, jetzt habe ich mich daran kaputt gemacht noch. Weg mit dir, Fässer.
Aber hier scheint ansonsten gerade nichts weiteres zu sein. Schade. Nicht gut für mich. Ich wusste es. Oh, fuck it. So killt man sich selbst in Half-Life bzw. Black Mesa. Alter Schwede, das war echt übel. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm für mich. Also da braucht irgendwie immer ziemlich lange Zeit, um das dann neu zu laden. Oder muss. Also. Offenbar muss ich dann Leertaste drücken, damit er neu lädt. Okay. Anscheinend habe ich gerade alles richtig gemacht, oder so gut wie alles. Ziemlich viel zumindest. Mit den Explosionen hier. Komm, geh da hoch. 12 Minuten, sagt er. Okay. Irgendwie ist mein Speicherplatz gleich weg, daher. Daher wird diese Folge, denke ich, einen Ticken kürzer sein als normal. Dann wird die halt nur so knapp 25 Minuten anstatt 30 Minuten der Fall sein. Komm, kann ich. Jupp, das funktioniert. Okay. Okay, gut, das funktioniert alles. Gut. Dann würde ich sagen, dann werde ich einfach quasi aus Sicherheitsgründen hier jetzt diese Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.